Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon, A Wonderful Life. Wir beginnen den Part damit, Emiro ins Bett zu schicken. Yay! Ach Gott. Obwohl, hier könnte man noch vorher düngen. Also noch nicht ins Bett, Emiro. Darf noch ein bisschen länger wach bleiben. Ist doch schön. Ja, Wangen macht jetzt zu. Es kleben an mir überall alle möglichen Zettel. Du gehst jetzt heim. Ja, ja. Ich gehe jetzt heim. Tu das. Viel Spaß. Grüß schön. So. Und dich auch noch. So. Gut. Und wir schicken... Wir gucken mal auf den Wetterbericht. Ah, es hört auf zu schneien, wohl eher. Und gute Nacht, Emiro. Schlaf schön. Sehr schön. Und ich denke mal, dass Celia es verdient hat, gleich am Morgen ein Blümchen geschenkt zu bekommen. Ja, jetzt um 6 Uhr morgens bist du mit der Hausarbeit fertig. Ja, ich möchte dir doch nur diese Blume schenken. Celia? Das ist wundervoll. Für mich? Danke, ich freue mich sehr. So, und was ist mit dem Knirps hier? 1, 2, 3. Sehr schön. Schnuffel, ich würde gern... Danke. Papa muss arbeiten. Und es schneit immer noch. Na Mensch. Wie sieht's denn bei den Tieren aus? Hallo? Du bist schmutzig. Igitt. Mhm. Dankeschön. So, was sagst du? Ihr seht gut aus. Das ist schön. Nur haben die Kühe wieder nichts zu fressen. Hi, Holly. Kannst du mal... Du gehörst hier nicht... Holly! Holly! Legst du dich wieder mit Größeren an? Immer das Gleiche mit dir. Holly, hör auf zu stinkern. Komm. Weg. Okay. So. Jetzt komme ich an sein Köpfchen ran. Schon komisch. Schafe, das mögen, dass man sie am Kopf schmust. Oder Kühe, oder... Naja, egal. Mann, ey. Die Steuerung ist jetzt gerade hier aber ein bisschen anstrengend. So. Ich mach das ja nur, weil ihr gekümmert werden wollt. Mehr nicht. Einmal durchlassen, bitte. Schmus. Ach ja, ich habe zum Geburtstag so viele DVDs bekommen, dass ich mich jetzt heute wahrscheinlich hinsetzen werde und ganz viele DVDs gucken werde. Einfach, weil ich es kann. Ich strecke mich gerade einmal kurz. Mir knackt im Rücken. Ja, ich war gestern Sushi essen mit Anna. Und das war ziemlich lustig, weil der Japaner gefragt hat, als wir reinkamen. Tama Yakitori? Ja, wie immer. Und dann schaut er Anna an. Einmal K7 und mich und einmal die 57. Ja. Gut. Es wird der Tag kommen, an dem gehen wir in die Sushi-Bar und dann sagen wir nur noch, wie immer. So, ich brauche 6 Makodam. 2 und 3.
Und 4. Und 5. Und 6. Danke. Wie auch immer ich Sophie jetzt angesprochen habe. Gut zu wissen. So. 1. 2. 3. Und... Nein! Die Blume wird sie wohl nicht fressen. Ah, Tatjana. Genau dann frisst sie, wenn ich hier fertig bin mit Auffüllen. War ja klar. So. Na dann. Lasst es euch schmecken, meine Lieben. Nee, das mache ich, wenn ich hier fertig bin bei den Hühnern. Hallo! Ich wusste es. Deshalb habe ich auch Vogelfutter mitgebracht. Hallo, meine Süßen, jetzt gibt's Futter. Schmus. Man muss nur verhindern, dass die Hühner oder die Enten zum Futterplatz laufen, wenn er leer ist und dran picken wollen. Dann sind die nämlich sauer. Weil wegen kein Futter. Hallo, Anne. So, Funk, Herr Royal, komm. Na, beschwer dich nicht. Jetzt setzt sich die nächste aufs Ei, genau, damit du auch meckern kannst. Oder auch nicht, okay. Danke. Und du bist auch mal geschmust. So. Sehr schön. Sind wir jetzt raus und können mal nach unseren Feldern gucken. Und es schneit nicht mehr. Das heißt, die großen Tiere können auf jeden Fall raus. Nur noch mal zur Anmerkung. Die kleinen Tiere können natürlich auch raus im Winter. Nur ist mir das zu mühselig, weil der Schnee... also jedenfalls ist es das objektive Empfinden meinerseits. Kommt Schnee häufiger als Regen. Und den bemerkt man meistens auch recht spät erst, weil er sich lautlos anschleicht. Und das ist mir zu umständlich, die Tiere immer... Warum renne ich weg? Ich wollte gießen. Ja, das ist dann... So wie immer, ich bringe die Hühner raus und dann, wenn alle draußen sind und ich dann irgendwas anderes machen will, fängt es in dem Moment an zu schneien. Und das ist dann immer ein bisschen sehr ärgerlich, wenn man dann unnötig Zeit verschenkt hat. Und da die Hühner von Sommer bis Herbst, von Frühling bis Herbst meistens die ganze Zeit draußen sind, habe ich da kein schlechtes Gewissen, sie in der kalten Jahreszeit drinnen zu lassen. So. Ja, was mir letztens aufgefallen ist, nicht so hier im Spiel, sondern im Real Life. Also ich habe 4 Katzen. Einen Kater und 3 Katzen, um genau zu sein. Und der Kater ist ein absoluter Zeckenfänger. Immer hat er irgendwo Knubbel vollgesogen mit Blut. So. Und da haben wir eben so ein Zeug von Frontline gekauft. Oh, ich meine, es gibt natürlich auch andere Zeckenmittel. Das war jetzt keine Werbung oder so. Ist das einzige rezeptfreie Mittel für Tiere. Naja, also Zeckenmittel. So. Und das hat auch gut geholfen. Gestern habe ich wieder Zecken bei ihm gesehen und musste das Zeug wieder anwenden, bla bla. Aber er ist der einzige, der so richtig voller Zecken ist. Also er bewegt sich nicht anders als meine schwarze Katze. Aber er ist der Einzige, der immer so richtig voll mit Blutsaugern ist. Sehr seltsam. Na, komm, crawl. Lauf, 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 lauf. So. Ich kann dich endlich mal waschen. Sehr schön.
ist ja im Winter gar nicht unangenehm, wenn es arschkalt ist. Nein. Jetzt aber, jetzt müssen doch irgendwelche Rüben reif sein. Ja, das sieht gut aus. Na endlich. Mir wurde gesagt, dass Rüben, wenn man die mit Quark isst, so mit Kräuterquark als Dip, dass die richtig lecker sein sollen. Ich habe noch nie Rüben gegessen. Noch nie. Das ist voll seltsam. Und immer wenn ich es nachholen will, gibt es keine Rüben zu kaufen. Beziehungsweise sehen die dann meist da, wo wir einkaufen, ziemlich ranzig und eklig aus. Ich muss mich mal ganz kurz strecken. So. Ja, ich sitze gerade ziemlich krumm da und dann tut mir der Rücken weh. Und ihr kennt es ja von Harvest Moon, dass ich dann immer die ganze Zeit am Gähnen bin. Das Blöde ist, jetzt wollte ich es nur so tun und jetzt musste ich wieder gähnen. Ich habe keine Ahnung, das ist wirklich nur bei Harvest Moon so. Liegt vielleicht daran, dass es so ein Spiel ist, bei dem man sich nicht so konzentrieren muss. Ich habe auch von einigen gehört, dass sie Harvest Moon auch einfach mal nebenbei laufen lassen können. Als akustische Untermalung, jetzt habe ich es. Und es fängt wieder an zu schneien. Da ist mein Kind! Mein Kind! Na? Hallo? Blumen riechen gut. Ja, okay, es gibt Blumen, die hier aktuell und so. Aber sonst im Winter Blumen? Mein Kind fantasiert. Schluck Wasser hinterher geschüttet. Lalalala. Willst du mich? Ach, danke. Ich dachte schon. Willst du mich verarschen? So, was will ich denn jetzt hier draußen? Blumen sammeln. La 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 la. So. Und dich will ich auch haben. Hallo, danke. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie so eine Winterblume riecht. Eigentlich funktioniert das auch kaum. Also hier sowas. Denke ich mir, weil Blumen leben ja davon, dass sie bestäubt werden. Und Bienen gibt es im Winter nicht. Weil es für sie zu kalt ist. Aber es gibt ja so Blumen wie den Weihnachtsstern, der an Weihnachten blüht. Und die müssen ja auch irgendwie bestäubt werden. Also irgendwie ist das schon ein bisschen seltsam. Lumina, magst du mich noch? Ja. Oh, Emiro, hallo. Etwas Weißes fällt vom Himmel in dieser Jahreszeit. Das nennt man Schnee. Aufregend. Sag mal, hast du noch nie Schnee gesehen? Ich habe genau gesehen, dass du im letzten Jahr im Winter auch draußen rumgerannt bist und da hat's auch geschneit. Kind. Miau. Was hast du mir denn zu sagen? Magst du mich eigentlich? Jo, du magst mich. Das ist schön. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal gucken, ob Lula sich melken lässt. So früh müssen wir jetzt auch noch nicht Schluss machen. So. Ja. So, ich würde sagen, ich sammle hier die Milch ein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit Harvest Moon, A Wonderful Life. Au revoir.